treffen uns heute hier, weil wir Weihnachten neu erleben wollen. Wir haben gerade diese Frau am Brunnen kennengelernt und ihren Schmerz, danke dafür, das war sehr, sehr plastisch und ich denke, wir haben eine Idee bekommen. Aber sie hatte ja andererseits das große Vorrecht, dass sie Jesus ganz persönlich begegnen durfte. Vielleicht denkst du jetzt, ich hätte auch gern mal so eine ganz, ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Aber heute ist nicht mehr der Fall, dass Gott als Mensch auf dieser Erde ist. Heute begegnet Gott uns durch den Heiligen Geist, irgendwie indirekter, durch andere Menschen. Wo kann ich ganz konkret Gottes Liebe, Gottes Licht in meinem Leben erfahren? Eine ganz wichtige Antwort ist in und durch diese Geschichte. Durch die Geschichte von der Frau am Brunnen. Denn Johannes, ein Schüler von Jesus, der hat diese Geschichte aufgeschrieben. Und er hat uns auch gesagt, warum er das getan hat. Ganz am Ende seines Berichts über das Leben von Jesus, da schreibt er, das hat er aufgeschrieben, damit ihr, die ihr das lest, glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also was damals passiert ist, das hat mit dir und mir heute zu tun. Gott möchte dir was sagen durch diese Worte der Bibel. Etwas ganz Ähnliches, was er damals der Frau gesagt hat. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Ich bin überzeugt, wenn Jesus dir heute begegnen würde als Mensch, am Arbeitsplatz oder am Testzentrum oder irgendwo unterwegs, dann würde er etwas ganz Ähnliches ansprechen, wie er es damals bei der Frau gemacht hat. Ja, nicht nur er würde. Ich glaube, er will das. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass er das durch die Predigt heute auch tut. Ja, noch mehr, Gott wird und möchte durch seinen Heiligen Geist genau das bewirken in dir und bei dir, was er damals bei der Frau bewirkt hat. Sie war am Ende überzeugt, dieser Jesus ist der Messias, das Licht für ihr Leben, der Sohn Gottes, und genau davon möchte er dich heute auch überzeugen. Vielleicht das erste Mal, vielleicht möchte er auch diese Überzeugung stärken, neu zum Scheinen bringen. Er will, dass du in der Predigt und in dem Abendmahl erlebst, in Jesus und durch den Glauben hast du das Leben, das wahre Leben. Das kann ich als Pastor nicht machen, aber das ist mein Gebet, dass Gott selbst das durch seinen Heiligen Geist tut. Und deshalb möchte ich mit euch heute diese Geschichte durchschauen. Die Frau am Jakobsbrunnen und unsere Sehnsucht nach mehr Licht. Lass uns die Geschichte mal durchgehen. Jesus redet ja mit dieser Frau über ganz verschiedene Themen. Lass uns die mal anschauen und gucken, was das mit dir und mir persönlich zu tun hat. Das ganze Gespräch beginnt ja mit dieser Frage von Jesus, ich hätte gern was zu trinken. Und damit, dass diese Frau Wasser holen muss. Das tat sie wahrscheinlich mehrmals am Tag, und weltweit ist das bis heute eine der Hauptaufgaben von Frauen. Wasser holen. Oft dauert das mehrere Stunden am Tag, je nachdem, wie weit der Brunnen weg ist, wie lange man anstehen muss. Denn zu fast allem im Leben braucht man Wasser. Kochen, trinken, waschen, Tiere für Tiere tränken, den Garten bewässern. Wasser überall. Von daher ist es ein riesiger Segen, dass wir heute eine Wasserleitung haben. Jesus hatte Durst, er spricht diese Frau an und die Frau wundert sich darüber, dass Jesus als Jude diesen Kontakt überhaupt sucht und zulässt. Und dann bringt Jesus auf einmal irgendwie so einen Themenwechsel ein. Er sagt, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau denkt, Jesus redet von Wasser, von frischem Quellwasser. Und sie fragt sich, wie will dieser fremde Jude hier Wasser auftreiben? Und dann auch noch frisches Quellwasser. Jesus macht in seiner Antwort deutlich, dass er von einem anderen Wasser spricht. Er sagt, wer dieses Wasser hier aus dem Brunnen
trinkt, der wird wieder durstig werden. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis in das ewige Leben weitersprudelt. Was macht Jesus hier? Er nimmt die tägliche Arbeit der Frau, das Wasser holen. Und er nutzt das als Vergleich für das, was er uns Menschen geben möchte. Er sagt, du beschäftigst dich ganz, ganz viel mit Wasser. Und doch ist es so, das Wasser geht jeden Tag alle. Du musst mindestens einmal pro Tag, wahrscheinlich mehrmals am Tag, wieder dich auf den Weg machen und dieses Wasser nachfüllen. Aber ich biete dir viel, viel mehr an. Lebendiges Wasser, das den Durst wirklich stillt. Für immer, ja, das sogar in dir zu einer Quelle wird, dass du was abgeben kannst. Neues geistliches Leben durch Gottes Heiligen Geist. Jesus würde, ja, er möchte zu dir was ganz Ähnliches sagen. Du bist ja auch täglich wahrscheinlich mit immer relativ ähnlichen Aufgaben beschäftigt. Vielleicht machst du jeden Tag den Haushalt. Ne, ist ein Kreislauf. Abends fertig, nächsten Tag geht's wieder los. Oder auf der Arbeit, da arbeitest du Aufgaben ab. Du hast vielleicht viel geschafft, aber die Arbeit geht nicht aus. Ne? Und für Fußballspieler und Künstler gilt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es geht immer weiter. Im Leben geht es immer weiter. Du musst immer wieder neu es schaffen, es erledigen, es beweisen ein Stück weit, dass du es kannst. Ist einerseits normal, aber irgendwie auch anstrengend. Und Jesus sagt dir und mir, ich biete dir etwas, das du dir nicht jeden Tag neu erarbeiten musst. Dass du mit ganz viel Aufwand immer nachfüllen musst, dass du wieder auf dem gleichen Niveau bist wie vorher. Ich biete dir was Neues an, das in dir sein soll, mein neues Leben. Den Heiligen Geist, der in dich hineinkommt und der da ist an jedem Tag. Da musst du nicht zum Brunnen laufen und ihn erst holen, weil er wieder weggegangen ist. Nein, er ist da. Und Jesus sagt auch, dieses geistliche Leben, das stillt auch deinen Durst, deine Sehnsucht. Wir haben Durst nach Wasser, natürlich. Aber das ist auch ein Bild für Sehnsucht. Machen wir heute auch noch so. Wir sehnen uns nach was? Nach Annahme, nach Glück, Freude, Frieden, sagen wir vielleicht dazu, nach Hoffnung für unser Leben. Doch die Momente, wo wir das haben, sind relativ kurz im Vergleich zu den anderen Momenten, wo wir das nicht so haben. Und Jesus sagt, dieses neue Leben, das ich dir schenke, das stillt diese Sehnsucht viel nachhaltiger, viel dauerhafter, viel tiefer. Also das ganze normale Leben und das normale Leben mit seiner Mühe und mit seiner Sehnsucht, das nimmt Jesus als Bild und zu veranschaulichen, ich gebe dir was viel, viel Tieferes. Das ist das Leben, das ich gekommen bin, euch zu bringen. Doch dann wechselt Jesus plötzlich das Thema, so irgendwie ganz abrupt, scheinbar gar nichts mit dem anderen davor zu tun habend. Und er spricht ein delikates Thema an. Er bittet die Frau, ihren Mann zu holen. Sie reagiert etwas ausweichend, ich habe keinen Mann. Und Jesus antwortet sehr sanft, aber klar, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Du hast also die Wahrheit gesagt. Das Beziehungsleben der Frau war anders gelaufen. Sie war mehrfach geschieden, wahrscheinlich geschieden worden. Und nun lebte sie mit einem Mann, der vielleicht verheiratet war, aber auf jeden Fall nicht mit ihr. Und das war ein ganz Wunderpunkt in ihrem Leben. Im Dorf wurde sie verachtet. Wahrscheinlich war das der Grund, dass man zu so einer verrückten Zeit wie 12 Uhr mittags, am heißesten Punkt des Tages, zum Brunnen geht, um die anderen Kontakte zu meiden.
Und dann spricht Jesus noch sie auf diesen wunden Punkt an. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist aber wieder typisch Kirche. Immer kommt die große Keule der Moral, um uns Menschen abzuwerten und klein zu machen. Immer wird den Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht. Kann man nicht einfach die Menschen mal in Ruhe lassen? Ja, es gibt eine falsche Art, über Moral zu reden. Und die gibt es leider auch oft in der Kirche, das stimmt. Aber die Sache ist, würde ich sagen, viel komplizierter. Die Wahrheit ist doch, überall werden Menschen abgewertet. In der Schule, im Kindergarten schon, in der Politik, in Beziehungen. Dafür brauchen wir gar nicht die Kirche. Ja, wir werten uns sogar selber ständig ab. Diese Frage, bin ich gut genug? Ja, wahrscheinlich bin ich nicht gut genug. Die haben wir doch in uns selber schon eingebaut. Die fährt doch mit. Und zweitens ist doch ganz spannend, dass diese Frau sich von Jesus irgendwie nicht abgewertet fühlt. Sie bricht das Gespräch nicht ab und geht. Und später, als sie dann geht ins Dorf, da bleibt sie nicht weg, sondern sie kommt wieder. Offenbar hat es Jesus geschafft, da sowas wirklich Herausforderndes anzusprechen, ohne diese Frau abzuwerten. Wie geht das denn? Ich denke, erstens hat Jesus diesen wunden Punkt sehr, sehr sanft angesprochen, mit diesem, du hast die Wahrheit gesagt, ja. Ne? Und zum anderen hat Jesus diese Frau ganz, ganz stark aufgewertet. Er ist ihr mit ganz, ganz viel Annahme begegnet. Und zwar gleich dreifach. Die Frau gehörte zu den Samaritern. Ein normaler Jude hatte mit denen nichts zu tun. Aber Jesus macht das anders. Sie war eine Frau. Von Juden und gar von Lehrern. Nicht als gleichwertige Gesprächspartnerin akzeptiert. Aber Jesus spricht mit ihr. Und dann auch noch diese Sache, in ihrem Dorf war sie unten durch. Und trotzdem spricht Jesus mit der Frau. Wahrscheinlich hatte sie am Anfang gedacht, gut, diesen letzten Punkt, den kennt er ja nicht. Das weiß er ja nicht. Wahrscheinlich spricht er deshalb so freundlich mit mir. Weil er diese Schattenseite nicht kennt. Und dann merkt sie auf einmal, oh, der kennt diese Schattenseite. Sein Licht leuchtet sogar in diese dunkle Seite meines Lebens rein. Er sieht meine Fehler und trotzdem verurteilt er mich nicht. Mit dir und mir würde, ja will Jesus ganz ähnlich sprechen. Auch über unsere wunden Punkte. Ja, wir alle haben unsere Schattenseiten. Wir denken schwierige Dinge. Wir sagen und tun sie auch. Aber vor allem haben wir ein Hauptproblem, dass wir Menschen Gott und sein Licht, seine Liebe ignorieren. Dass wir Gott wegschieben von uns, auf Abstand halten. So viel aber bitte nicht mehr davon. Und das ist ein Problem für uns, aber es ist auch ein Problem für Gott. Ein Problem, das Gott lösen muss, wenn es weitergehen soll. Und deshalb hat Jesus ja zu Nikodemus gesagt, wir haben es letzten Sonntag gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab für die Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, Menschen, alle Menschen, auch wir, sind Sünder, wie die Bibel das sagt. Aber das heißt nicht, dass wir wertlos sind. Im Gegenteil, dieser Satz, ich bin wertlos, ist überhaupt kein christlicher Satz. Auch du wirst von Gott gleich dreifach aufgewertet. Erstens, Gott, der Schöpfer, hat dich geschaffen als Ebenbild, als Gegenüber. Irgendwie auf Augenhöhe mit dem Schöpfer. Das ist doch mal eine Aufwertung. Zweitens, Jesus ist gekommen, um für dich sein Leben zu geben. Du warst es ihm wert.
Aufwertung, oder? Und drittens, der Heilige Geist, er will in dir wohnen. Er achtet dich irgendwie als einen Ort, der seiner würdig sein kann. Wenn das keine Aufwertung ist, weiß ich auch nicht mehr. Eine riesige Aufwertung für dich und für mich. Du bist Gott unendlich wertvoll, sogar wenn du nicht an ihn glaubst. Deswegen macht er ja das alles mit Weihnachten, mit Ostern, mit Pfingsten. Und wenn du Gott in sein Leben hineinlässt, dann darfst du immer wieder neu diese dreifache Aufwertung für dich und dein Leben annehmen und erfahren. Auch heute in diesem Gottesdienst. Ja, Gott wird auch deine und meine wunden Punkte ansprechen. Aber er tut das nicht, um uns abzuwerten. Er tut das, um uns zu heilen. Kennst du das vielleicht, wenn du eine Wunde hast, ein Dorn oder Dreck drin, dann kann diese Wunde auch erst richtig heilen, wenn dieser Dreck und dieser Dorn da raus ist. Sonst heilt das irgendwie ein bisschen drüber, aber vielleicht eitert es drunter. Ein Arzt oder ein netter Nachbar, der wird das da rausholen. Das tut auch weh. Aber er tut es sanft. Oder sie tut es sanft, damit es heilen kann. Und genauso geht Gott und durch seinen Heiligen Geist mit dir und mir um. Kennst du deine wunden Punkte? Kennst du die Stellen, wo das dran ist? Wo Gott das vielleicht auch schon angetickt hat? Rede mit Gott darüber. Lass das zu, dass er sein Licht auch auf diese Punkte scheinen lässt. Er möchte dich heilen. Er möchte dir und mir vergeben. Er möchte dich verändern und dich vergewissern, du bist unendlich wertvoll für mich. Und diese Sache ändert nichts daran. Das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde das erleben von Jesus, von Gott und dass wir das auch nachahmen können miteinander. Mit ganz viel Liebe den Wert jedes Menschen zu achten und es trotzdem schaffen, Fragen und Probleme anzusprechen. Für uns ist das irgendwie ein Widerspruch, es beißt sich. Aber für Gott ist es das offensichtlich nicht. Die Frau bringt dann ein weiteres Thema ein, vielleicht so ein bisschen, um da eine Atempause zu kriegen von diesem anderen Thema. Sie fragt, an welchem Ort soll man eigentlich Gott richtig anbeten? Das war ja dieser Hauptstreitpunkt zwischen Juden und Samaritern, neben anderen Sachen. Wo ist der richtige Ort, um Gott zu begegnen? Die Juden sagten Zionsberg, Jerusalem. Die Samariter sagten der Gerizim in Samaria. Wo ist der richtige Ort? Wer hat recht? Einerseits sagt Jesus, ja, die Juden haben recht. Das hat Gott in seiner Geschichte mit dem Volk Israel klargemacht. Das ist der Ort, den Gott sich ausgesucht hat. Aber andererseits sagt er, jetzt kommt was Neues. Dass Menschen Gott durch den Heiligen Geist wirklich anbeten, so wie Gott das möchte. Jetzt ist nicht mehr entscheidend Jerusalem oder Gerizim. Jetzt kommt es darauf an, dass du und wir uns auf diesen Heiligen Geist einlassen. Mit dir und mir würde Jesus vielleicht über so Fragen sprechen wie, ja, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was macht denn wirklich wahres Leben aus, gutes Leben? Ja, wie hältst du es denn mit Gott? Was denkst du denn über Gott? Und dann würde er vielleicht sagen, egal was du bisher darüber denkst, von dir aus kannst du Gott gar nicht so begegnen, wie es richtig ist. Du kommst gar nicht zu Gott hin. Wir brauchen Gottes Geist, der das in uns bewirkt, dass wir Gott wirklich gegenübertreten können, dass wir angemessen mit ihm reden können. Es geht überhaupt nicht nur darum, dass uns gesagt wird, was wir tun sollen beim Glauben. Es geht vor allem darum, dass Gott selber das in uns bewirkt, dass wir das tun können, was richtig ist. Es wirkt irgendwie so, als wären das ganz, ganz verschiedene Themen, so ein ganz buntes Gespräch, das so hin und her springt.
Aber dieses Gespräch hat eine Mitte, ein Zentrum. Es hängt alles mit Jesus zusammen. Wer Jesus ist und wozu er dich und mich einlädt. Sie spricht noch ein viertes Thema kurz an. Sie sagt, ja, wenn der Messias kommt, der von Gott gesandte Retter, ja, dann wird er uns diese ganzen Fragen aber richtig erklären. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, naja, das, was du so sagst, ist schon irgendwie interessant, aber ich warte mal auf den Messias. Und dann sagt Jesus, er ist es, der mit dir spricht. Ich bin der Messias. Und das ist der eigentliche Punkt in dieser ganzen Geschichte, was Jesus durch diese ganzen Themen deutlich macht. Ich bin nicht irgendwer, nicht nur ein Prophet, wie du sagst, nicht nur ein Lehrer, wie Nikodemus dachte. Ich bin der, durch den Gottes Geschichte mit dieser Welt zum Höhepunkt kommt. Die ganze Geschichte mit dem Volk Israel, mit der Welt, die läuft auf mich hinaus. In mir, da kommt Gott euch Menschen noch viel, viel näher als jemals zuvor. Näher als im Tempel in Jerusalem. Ja, da kommt Gott selber, Gott der Sohn. Und durch mich kommt was ganz Neues. Und das übertrifft alles, was vorher war. Und alles, was du vielleicht bisher denkst und erfährst. Und was wir sonst irgendwo haben und finden können. Und das zieht sich auch durch die anderen Themen. Als es um das Thema Wasser geht, da sagt Jesus, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will, wie viel mehr es ist und vor allem wer der ist, der mit dir spricht, wenn du das wüsstest. Als er über die Beziehungssituation der Frau spricht, dann macht er deutlich, ich kenne dein Leben. Ich kenne nicht nur die Gebote Gottes. Ich kenne dein Leben, wie es von innen aussieht. Wer hat diesen tiefen Blick? Und beim Thema Anbetung, da sagt er, die Zeit kommt, dass Menschen Gott im Geist und der Wahrheit anbeten werden. Ja, die Zeit kommt nicht nur irgendwann mal, sie ist da. In mir, in Jesus. Jesus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Er ist das Licht für die Welt. Er ist der große Scheinwerfer, der in diese Welt hineinscheint. Das Licht auch für dein und mein Leben. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir? Ganz großes Thema in der Adventszeit ist ja das Öffnen von Türchen. Adventskalender. Großes Thema bei uns auch zu Hause. In Städten gibt es manchmal lebendige Adventskalender, momentan leider nicht. Es geht immer um das Öffnen, dass da was zu ist und was aufgemacht wird. Und da auf einmal was dahinter zum Vorschein kommt, was man nicht wusste. Jesus ist dieser große Türöffner. Er vergleicht sich auch selber mal mit dieser Tür. Er öffnet dir und mir die Tür zu Gott und zum wahren Leben. Und darum geht es auch beim Abendmahl, das wir feiern, heute auch feiern. Das Brot und der Traubensaft, das steht für dieses wahre Leben, das Jesus gibt. Ja, es steht für Jesus, seinen Körper, sein Blut, für das, was er getan hat, um diese Tür aufzumachen. Er ist für dich und mich gestorben. Er hat deine und meine Schuld, Fehler, Versagen, Versäumnisse auf sich genommen, dafür bezahlt. Er hat dir und mir seine Liebe bewiesen. Und er schenkt dir und mir neues Leben durch seine Auferstehung, durch seinen Heiligen Geist. Jetzt, wenn er wiederkommt und in Ewigkeit. In der Geschichte war es ausgerechnet diese verachtete Frau, die diese Botschaft in das Dorf reintrug. Das hat Jesus nicht selber gemacht. Ausgerechnet diese Frau, die den Leuten sagt, kommt und seht, da ist jemand, der hat mir alles gesagt, was in meinem Leben so war, was ich getan habe. Ist das vielleicht der, auf den wir warten? Und das ist auch die Einladung von Jesus an dich und mich heute. Komm, komm und schau auf mich. Vertrau auf mich, schau auf das lebendige Wasser, das ich gebe. Schau mit mir zusammen auf deine wunden Punkte. Schau darauf, dass ich selbst durch meinen Geist das in dir bewirke, dass du Gott begegnen kannst.
Schau darauf, dass ich dein Hoffnungsträger, dein Messias bin. Lass du mich in dein Leben hinein. Lass du mich in deinem Leben wirken. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam uns einige Augenblicke Zeit nehmen, um mit Gott über diese Fragen zu reden, diese Impulse zu reden, die er dir, wie mein Gebet war, gegeben hat heute. Gott segne uns dabei.